Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Das ist ja verrückt. Thermosflasche. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja, Moment. Oh, kommen wir nicht mehr raus. Ist ein Staubsauger da jemand? Folgen Sie mir. Es ist nicht weit. Ja, lass mich doch mal hier kurz ein bisschen in deinen Vorgärten Erläuterung suchen. Das ist er. Sieht super aus. Randy's Docks open. Sieht gar nicht so offen aus. Was gibt's denn hier? Special Plates. Granny Claws Clam Coda. Sparkling River Special. Rabbit Food. Hören Sie, ich hab zu tun. Der Laden hier läuft nicht von allein. Ja, dann los. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Brr, böser Tisch. Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Das aber ist jetzt, er. Komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Er weiß doch, dass es hier sehr komische Dinge gibt. Vielleicht sollte er da anders über die denken. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen?
Wir wollen nur mit dir reden, Kumpel. Wohnwagen. Mal rein in die gute Stube. Rose, ich bin zu Hause. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Oh, die hat Rose, ein bisschen Sie haben Schatten. Ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Oh, mich würde nicht wundern, wenn ich da noch einschlafe. Gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Ja. Da geht's dahin. Du hast mein Kaffee getan. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Was? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Beim Thomas Zane ging es nicht so gut. Ach du meine Güte. Die hat einen richtigen Schrein hier. Alan Wake, da stehen alle meine Bücher. Und richtig geile Poster. Boah, ja, Deckerpose. Die Sonnenbrillen. Wunderbar. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Kleine Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Ich kann hier unten gucken. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Ja, Barry. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Dann lasse ich ihn da stehen. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld für... Sie so verdammt gut... Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Es war nämlich schon wieder dunkel. Die erste Seite. Randolph ruft die Polizei. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit.
Er rief das Büro des Sheriffs an. Der Sheriff kommt also noch vorbei. Oh, ein Radio. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hey Pat, hier ist Walt Schneider. Ja, was gibt's, Walt? Naja, ich bin nicht wie Sie, aber tja, ich kann auch nicht schlafen. Ich habe hier aus dem Fenster gestarrt und versucht, das alles zu kapieren, aber ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Ja, Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ich habe davon gehört, Walt. Ja, aber wissen Sie, Danny ist mein bester Freund. Und ich durfte heute auf Kaution raus. Und jetzt sitze ich hier allein am Fenster unten und warte. Mann, heute liegt irgendwas in der Luft. Ja, ich war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt, und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht einen wirklich fertig, was? Der arme Walt. Ja, die Düsterheit, die ist allgegenwärtig in der Nacht. Oh, da war ein Baby. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Hey. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain! Was zum? Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Way. Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer. Auf der Erde! Und sucht das Gewicht entkommen! Raus, raus, raus! Ihr seid gefeuert, wenn ihr euch entkommt! Okay, schnell, 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 schnell. Bist gefeuert, wenn ich den entkomme, das ist ja auch cool. Wo könnte ich denn nur langgelaufen sein in dieser Schlucht? Sie auch schon alles ab. Das kann ich nicht. Ich weite durch das ausgetrocknete Flussbett. Stehen bleiben! Wir haben den Verdächtigen gesichtet. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Oh, verdammt! Aufschwärmen. Wo ist der hin? Wake! Ich sehe Wake! Verdammt nochmal, wo ist er? Er ist entwischt! Mach die Augen auf! Ja, Mensch. Verdammt nochmal, wo ist er? Er ist entwischt! Haltet die Augen auf! Puh, knapp. So,
soll ich hier genau entkommen, das weiß ich nicht. Wir haben schon aufgehört, mich zu verfolgen. Ohne Taschenlampe in die Dunkelheit, ey. Wäre ich vielleicht lieber bei der Polizei geblieben. An seiner Stelle. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Manuskript. Das Dunkel schläft. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Ich werde benutzt von der Dunkelheit persönlich. Noch eine Seite. Ja, apropos bewaffnet, hier müssen doch... Sind denn die Personen aus dem Fahrzeug? Müssen noch Waffen irgendwo drin sein. Sind aber nicht. Ich kann den Kofferraum auch nicht aufmachen. Rose wird vom Dunkel besucht. Rose wusste nicht, wie die seltsame Alte in ihren Wohnwagen kam. Sie sah falsch aus. Die Frau zeigte bei ihrer Version eines Lächelns die Zähne und strich ihr mit einem Finger über die Wange. Hübsches Mädchen, sagte sie. Rose war, als würde sie einschlafen, aber ihre Knie knickten nicht ein. Die Alte flüsterte ihr ins Ohr. Worte, dunkel und kalt wie Eis. Kalt wie Eis. Und doch waren die Worte so lieblich in ihrem Kopf. Schieß hier. Na, da unten laufen sie. Diesmal bin ich oben und sie unten. Das ist mir ein Vorteil. Die Frage, ob die von der... Damit haben sie nicht gerechnet. Wären sie mal nicht hier rausgekommen. In die das Dunkelheit. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Sheriff Breaker, hier ist Agent Nightingale. Ich habe den Kontakt zu den meisten Männern verloren. Wake steckt dahinter. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Haben Sie sich ihn mal angesehen? Er trägt ein Tweed-Jacket. Ende. Er ist der Kerl, den wir suchen. Wenn er es nicht war, dann Bigfoot. Ende. Das weiß ich noch nicht. Aber ich tendiere nicht zu voreiligen Schlüssen. Das geht nämlich meistens nach hinten los. Kapiert? Ende. Ende, Lene. Der Polizei entkommen. Gut reden. Die Polizei ist nicht mein größtes Problem. Stop.
Vögel. Reifen an. Naja, gut. Stahlvögel. Direkt den Helikopter durchbohrt. Und ihn zum Sturz. Das guck ich mal an. Bam. Ich kann doch nicht wieder zurück ins Dorf hier nach der Nacht. Und ich muss schreiben. Ich muss doch eigentlich schreiben. Benutzen. Ist die Straße ein Weg? Der Fluss. Und da an der Absturzstelle. Niemand zu sehen. Die Tankstelle auch nicht. Weit und breit niemand mehr zu sehen. Dann wieder ein bisschen Tee. Und ein Radio. Beziehungsweise Sender. Hinsetzen, geben Sie mir das. James, Mulligan hier, Ende. Sprechen Sie, Mulligan, Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch, wenn Sie verstehen, was ich meine, Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan, Ende. Na, wie auch immer, Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht, Ende. Verstanden, bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Oh ja, darauf wette ich. Die beiden scheinen eine Menge gemeinsam zu haben. Mulligan, Ende. Die sind natürlich jetzt gefasst worden. Oh, da ist noch eins. Was wir hier sehen. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Da soll ich hin? Was ist das für ein Licht? Oder ist es nur Nebel? Ist schon sehr hell da. Oh, da. Gucken wir hier nochmal. Tennis ist auch ruhig. Ja, gut. Nur wieder runter vom Turm. Und durchs Tor. War noch keine Waffe. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Main. Natürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Hm. Dann soll ich mir eine Taschenlampe? Dann heißt es wieder in den Kampf. Verdammt guter Kaffee. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Wie? Das ist aber nicht gut. Ah.
Hä? Was sind das denn für Funken? Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Na toll. Du olles Ding. Treten. Schnell, 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 schnell. Er läuft, er läuft, er läuft. Fokus. Der hat's aufgegeben. Ach du Scheiße. Naja, hat seinen Zweck erfüllt. Mann. Keine Lampe. Was war das? Nee. Kleine Taschenlampe. Aus dem Weg. Ich brauchte einen Moment, um die Blendkanäle zu schauen. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1, kommen! Ende! Kann ich die werfen? Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Er bitte Bericht. Ende! Team 2, kommen! Er bitte Bericht. Ende! Los, Leute, redet mit mir! Bitte kommen! Ende! Deine Teams sind tot. Oder Schlimmeres? Verwandelt? So, hier gibt's eine fette Blendgranatenparty. Sie haben das Recht zu schreien. Wo wusste ich das? Wo ist denn er hin? Erlicht. Das war sehr knapp. Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat. Wirklich, das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Dum, 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 dum.